Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 169 Gespenstisches. Lucius stöhnte. Sein Beistand war noch vor Mittag zurückgekommen, um ihn mit Fragen zu löchern. Wegen der Verstecke der flüchtigen Todesser? Sind sie etwa Geheimniswahrer? Im ersten Moment biss sich Lucius auf die Zunge, doch eine Antwort wollte er nicht schuldig bleiben. Nein, so viel hat Voldemort zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von mir gehalten, dass er mir solch wichtige Aufgaben anvertraut hätte. Wer ist es denn? Lucius schwieg. Mit so einer Information? Unterbrechend hielt er seinen Beistand vor Augen. Mit so einer Information ist meine Familie nicht mehr sicher. Niemand wird ihnen etwas antun können. Nicht? Woher wollen Sie das wissen? Lucius war nicht zu überzeugen. Das Ministerium würde Sicherheitsvorkehrungen treffen und... Erneut unterbrach Lucius. Die vom Ministerium würden sich um meine Sicherheit einen feuchten Kehricht kümmern. Aber wenn Sie nicht einmal Geheimniswahrer sind, warum haben Sie dann so eine große Sorge? Niemand könnte es gerade Ihnen anlasten. Sollte man die Lestrange-Brüder gefangen nehmen? Es muss ja niemand erfahren, wer uns den Geheimniswahrer genannt hat. Für einen Augenblick überlegte Lucius, wie er aus dieser Misere herauskommen könnte. Am liebsten wäre es ihm, wenn das Ministerium jeden inhaftierten Todesser unter Veritasorum befragen würde, wer der Geheimniswahrer war. Denn in diesem Fall würde niemand vermuten, er hätte McNerp verpfiffen. Es würde vielleicht reichen, wenn er die richtige Person nannte und dazu auch eine falsche. In Azkaban, das wusste er aus eigener Erfahrung, unterhielten sich die Gefangenen, auch wenn sie sich nicht sehen konnten. Es würde die Runde machen, sollte man nicht nur McNair befragen, sondern auch jemand anderen. Man würde vermuten, das Ministerium tappe im Dunkeln und versuche nur sein Glück. Versuchen Sie es bei Goyle und McNair. Sid notierte sich die Namen, die er später an einen zuständigen Sachbearbeiter weiterleiten wollte, der diese Informationen überprüfen würde. Ich bin sicher, Sid verwendete seine besonnene Stimme, dass man sich sorgfältig um die Sicherheitsverwahrung der Brüder kümmern wird, sollte man sie in die Finger bekommen. Lucius erster Kommentar war ein Schnaufen. Und inwiefern glauben Sie, dass diese Information mir Hafterlasse bescheren wird? Nun, ich möchte lediglich vorbeugen. Es wäre möglich, dass man es Ihnen negativ auslegen könnte, dem Ministerium keine weiteren hilfreichen Auskünfte gegeben zu haben. Sollte das geschehen, werde ich mit entsprechenden Protokollen nachweisen, dass man sie nicht mehr aufgesucht hat, ergo sie auch keine Aussagen mehr hat machen können. Ihre durchaus vorhandene Bereitschaft belege ich dann mit der Aussage, die Sie heute gemacht haben. Lucius' Lippen formten ein arrogantes Lächeln. Sie denken wohl an alles. Selbstverständlich, Mr. Malfoy. Von Gelassenheit eingenommen, nahm Lucius in aller Ruhe sein Frühstück mit seinem Beistand ein. Doch ein persönliches Gespräch kam nicht zustande. Sid legte viel Wert darauf, seine Arbeit von seinem Privatleben zu trennen, so dass Lucius rein gar nichts über ihn erfuhr. Wegen der Presse, Mr. Malfoy. Lucius hörte aufmerksam zu. Ich denke, es wäre an der Zeit, die Öffentlichkeit auf ihren Fall aufmerksam zu machen, und zwar auf meine Weise. Welche Weise wäre das?
Ich müsste weit ausholen, wollte sich Sid herausreden. Ich habe Zeit. Nun, wie beginne ich? Sid füllte seinen Kaffee nach, während er die Zeit nutzte, den bisher nur in Gedanken geschmiedeten Plan in Worte zu fassen. Gezielte Informationsstreuung. Zunächst, und das ist das Wichtigste, müssen wir uns für einige Tageszeitungen entscheiden. Der Tagesprophet fällt da schon mal weg. Warum? Die haben die größte Auflage. Genau deswegen. Der Tagesprophet ist zu groß. Die interessiert nicht ihre Geschichte, sondern nur die Verkaufszahlen ihres eigenen Blattes. Außerdem lassen die sich nur schwer beeinflussen, wenn man nicht gerade zufällig Minister ist. Nein, ein kleines Blatt sollte es sein, das sich zudem Mühe mit einem Artikel geben wird, damit sie exklusiv weitere Artikel verfassen dürfen. Sid nahm einen Schluck von seiner Tasse, während Lucius über die Idee nachdachte. Doch vollständig wollte sich ihm die Idee nicht erschließen. Aber warum nur ein kleines Blatt? Ganz einfach, damit der Eindruck erweckt wird, sie wollten kein Aufsehen erregen. Das werde ich auch nicht, denn kaum jemand wird von den Einzelheiten meiner Verhandlung erfahren, wenn wir Pressemitteilungen exklusiv an ein unpopuläres Blatt herausgeben. Lucius klang sehr erbost, denn er verstand nicht, was Sid vorhatte. Mr. Malfoy, allein Ihr Name wird dafür sorgen, dass man dieses kleine Blatt kaufen wird, und zwar in einer Auflage, die ansonsten nur der Tagesprophet verzeichnen kann. Das wiederum heißt, dass der Verleger enorm Gewinn machen wird, aber einzig und allein, wenn wir ihm weiterhin Informationen für eine Berichterstattung geben. Und das tun wir selbstverständlich nur, wenn uns der erste Artikel gefallen hat. Ah, ich verstehe. Eine Hand wäscht die andere. Die kleine Zeitung verdient sich mit ihren Reportagen über mich. Eine goldene Nase. Und wir können damit rechnen, dass man wenigstens neutral über mich berichtet. Mein Bild in der Öffentlichkeit würde demzufolge nicht leiden, wie es sicherlich der Fall wäre, wenn sich diese Hyänen des Tagespropheten auf mich stürzen würden. Ganz genau, Mr. Malfoy. Haben Sie die Zeitung im Auge? Sid schüttelte den Kopf. Noch nicht, aber beim nächsten Mal werde ich die Journalisten genauer betrachten. Mir fällt bestimmt jemand auf, der geeignet wäre und von unserem Exklusivangebot hingerissen wäre. Schwester Marie räumte das Gedeck ab und derweil entging Lucius nicht, dass sein Beistand bei Maries Anblick in höchste Verzückung geraten war, denn die glänzenden Augen und das glückliche Lächeln allein sprach schon Bände. Mr. Malfoy, kann ich Sie kurz unter vier Augen sprechen? Fragte Marie, der es unangenehm zu sein schien, dass sie die beiden Männer womöglich stören würde. Aber natürlich. Er folgte ihr in eine Ecke des Zimmers. Sie strahlte über das ganze Gesicht, was Lucius ansteckte. Es war ihr anzusehen, dass sie sich über etwas freute und sie sich mitteilen wollte. Ich dachte, flüsterte sie, es würde sie interessieren, dass sie endlich aufgewacht ist. Zuerst musste Lucius nachdenken, wen Marie meinen könnte, denn seine Gedanken schwirrten noch immer um den Plan mit der Presse, doch dann hatte er verstanden. Tatsächlich, das ist wundervoll, Marie. Über die Genesung von Miss Parkinson, seiner damals bevorzugten Schwiegertochter, freute er sich sehr. Ich dachte mir, dass Sie das gerne wissen würden. Ich danke Ihnen für diese gute Nachricht. Sie wollte gerade gehen, da hielt er sie auf. Weiß man denn nun, was diesen Zustand ausgelöst hat? War es das, was ich vermutete? Sie nickte und im gleichen Moment wich die Freude in ihrem Gesicht dem Ekel vor Schlafes Bruder. Ja. Ihr Hinweis war sehr hilfreich. Es war Ihr Bekannter, Professor Snape, der ein Gegenmittel gefunden hat. Überrascht wiederholte er. Professor Snape?
Wortlos bejahte Marie. Er ist gerade hier, zusammen mit einer Dame. Wirklich? Es erstaunte ihn weniger, dass Severus sich hier im Mungus aufhielt. Vielmehr irritierte ihn, dass er in Begleitung einer Dame sein sollte. Ich nehme an, ich darf keinen Besuch empfangen, oder? Ich bedauere Mr. Malfoy, aber ich könnte ihm etwas ausrichten. Nein, Marie, lassen Sie es gut sein. Ich danke Ihnen nochmals für diese Nachricht. Besonders weil ich weiß, dass Sie mich nicht hätten unterrichten müssen. Nachdem Marie wieder nach draußen gegangen war, setzte sich Lucius zurück an den Tisch. Sein Beistand lächelte noch immer, während er mit abwesendem Blick aus dem Fenster schaute. Auch Lucius war in Gedanken, denn er fragte sich, ob die Dame, die Severus begleitet hatte, womöglich Narzissa sein könnte. Doch die hätte ihn sicherlich besuchen wollen. Noch immer erlaubte er ihr nicht, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Er wollte nicht, dass seine Frau der Presse in die Arme lief. Und es gehörte sich nicht für eine Dame ihres gesellschaftlichen Ansehens, mit einem inhaftierten Kontakt zu pflegen, selbst wenn es sich dabei um ihren Gatten handelte. Die Sehnsucht nach ihr wurde mit jedem Brief größer. Er würde es nicht ertragen, noch sehr viel länger von ihr getrennt zu sein. Ich hätte Gold Lust, begann Lucius mit schmieriger Stimme. Dem Gamot bei der nächsten Verhandlung meine Meinung zu sagen. Oh, davon rate ich Ihnen ab, Mr. Malfoy. Lucius fragende Mimik nahm Sid als Anlass zu erklären. Wenn ich derjenige bin, der dem Zaubergammertat zusetzt, dann kann man das mir übel nehmen. Sie sollten weiterhin freundlich bleiben und immer nett antworten, wenn ich das nicht für Sie erledigen kann. Man könnte es Ihnen ansonsten als mangelnde Kooperation auslegen, sollten Sie versteckte Beleidigungen von sich geben. Sid grinste fies. Es ist ja nicht Ihre Schuld, Mr. Malfoy, dass ich Ihr Beistand geworden bin. Mit mir muss das Gamot auskommen. Dabei ist völlig egal, ob man eine persönliche Abneigung gegen mich hegt oder nicht. Was sollte schon geschehen, wenn ich mir hier und da eine Zweideutigkeit erlaube? Lucius wurde von Sid gemustert, was ihm Unbehagen bereitete. Sein Gegenüber haderte damit, eine Erklärung zu geben. Doch dann lehnte sie Sid nach vorn. Sind Sie sich überhaupt darüber bewusst, warum man Ihnen noch einen Aufenthalt im Krankenhaus gewährt? Wegen meiner Augen. Mit denen Sie wieder ganz gut sehen könnten, nicht wahr? Mit einer erhobenen Hand erteilte Sid eine mögliche Antwort, noch bevor Lucius überhaupt Luft holen konnte, um etwas zu erwidern. Sie müssen einmal die Woche zur Nachbehandlung. Ein einziges Mal die Woche. Den Rest würden Sie normalerweise in Azkaban verbringen. Lucius Augenbrauen schnellten nach oben. Warum bin ich dann noch hier? Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist ja nicht so, dass ich mich nach einer Zelle sehne. Aber es wundert mich. Den Unterlagen konnte ich entnehmen, dass die ehemalige Miss Bones entschieden hat, sie sollten bis auf Weiteres im Mungus bleiben. Jedenfalls ist das der handschriftliche Vermerk von ihr, der in ihren Unterlagen zu finden ist. Und zwar der letzte, bevor Miss Bones die Zeit des Mutter-Kind-Schutzes angetreten hat. Bisher hat niemand daran gerüttelt, nicht einmal Mr. Shacklebolt, der ihren Fall übernommen hat. Einen Moment lang ließ Lucius diese Information von seinen grauen Zellen verarbeiten, bevor er das Wort an Sid richtete. Was genau wollen Sie mir damit sagen? Diesmal war es Sid, dessen Augenbrauen, wenn auch wesentlich langsamer und somit überheblich wirkend, den Weg zum Haaransatz suchten, bevor er den Kopf schräg legte und Lucius deutlich machte. Dass Sie, Mr. Malfoy, nur noch hier im Mungus verweilen, weil es die Anweisung Ihrer Schwiegertochter ist, die rein zufällig den Posten der stellvertretenden Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung innehat. Auf der gleichen Station, nur einige Türen weiter, herrschte reges Treiben. Nachdem Hermine noch vor einer halben Stunde Schwester Marie Bescheid gegeben hatte, dass die Patientin erwacht sei,
von der Schwester darüber informiert, eilten Heiler und Professoren ins Krankenzimmer, scheuchten im gleichen Augenblick Severus und Hermine, Blaise und dessen Tochter hinaus, die nun vor der Tür im Flur standen und nicht so recht wussten, ob sie noch für eventuelle Fragen bleiben sollten oder bereits gehen konnten. »Frechheit«, murmelte Severus enttäuscht. Einer der Heiler würde ihn hören, doch er wurde vollkommen ignoriert. Er hatte vermutet, dass einer der Professoren sich zumindest nach dem Vorgang des Erwachens von Miss Parkinson erkundigen wollte, aber niemand verlangte Informationen, weil sich alle um das Bett der jungen Dame scharten und sie mit Fragen bombardierten und sie gleichzeitig untersuchten. Andererseits, dachte Severus, würde Miss Parkinson alles erklären können, denn Mr. Zambini hatte zuvor versichert, dass ihr Geist trotz des scheintoten Körpers sehr rege alles um sich herum wahrnehmen könnte. Vielen Dank, Professor Snape. Mr. Zambini reichte ihm die Hand, die Severus nur sehr kurz schüttelte. Ich werde... Die Gespräche der vielen Menschen, die sich im Krankenzimmer und davor aufhielten, waren sehr laut, sodass Blaise die beiden einige Schritte von dem Trubel wegführte. Bernice hatte er an die Hand genommen. Nun musste er nicht die Stimme erheben, um seinem ehemaligen Professor, den er weiterhin respektvoll mit Titel ansprach, seinen Dank auszusprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dafür erkenntlich zeigen kann, Professor Snape. Blaise schaute zu Hermine hinüber. Und wie ich dir danken kann. Halten Sie mich einfach über die Genesung auf dem Laufenden. Mich interessieren mögliche Folgeschäden der jahrelangen Vergiftung. Bernice schien von alledem nichts zu verstehen, doch Blaise riss wegen Severus Worten erschrocken die Augen auf. Der Tränkemeister schien die Sorge seines Gesprächspartners nicht zu bemerken und schürte sie nur noch weiter, indem er Beispiele nannte. Besonders Gedächtnisschäden, Schäden der inneren Organe, Auffälligkeiten in der Motorik oder sogar... Er stoppte sich selbst, weil er eine Hand an seinem Unterarm fühlte. Hermine hatte ihn berührt. Und sie nutzte die erhoffte Sprechpause, die nun eingetreten war. Meint sie den Teufel nicht an die Wand? An ihren damaligen Mitschüler gerichtet, versicherte sie. Nichts von dem muss eintreffen, Blaise. Nach ihren Worten schaute Severus den jungen Mann an, der verunsichert und besorgt zur Tür des Krankenzimmers hinüberschaute. Ihm war klar geworden, dass seine Worte harsch und gefühllos geklungen hatten. Verzeihen Sie, Mr. Zambini. Es war nicht meine Absicht, mich so brüsk auszudrücken und Ihnen damit Unbehagen zu bereiten. Blaise schaute den Tränkemeister an, als würde er über etwas nachdenken, bevor er nickte. Ist schon gut, Sir. Ich werde Sie über den Genesungsvorgang informieren. Mit ein wenig Hoffnung wird Miss Parkinson Sie persönlich darüber in Kenntnis setzen können. Ganz vergessen war Bernice, die nun auf ihre Weise Anerkennung zeigte. Heftig atmend, als würde sie die Gestalt des schwarz gekleideten Mannes einschüchtern, sagte sie leise: Danke, dass du meine Mama wach gemacht hast. Severus hob eine Augenbraue und blickte an seiner langen Hakennase entlang auf das kleine Mädchen herab, die dem Drang nicht nachgab, sich hinter ihrem Vater zu verstecken. Obwohl ihre Füße wie von selbst einen Schritt zurück machten. Gern geschehen, erwiderte Severus sachlich distanziert, doch trotzdem strahlte das Mädchen mit den rosigen Wangen. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.